Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Raft mit Voucher und mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Material zu holen. Die Nacht ist hereingebrochen. Wir sollten aber unbedingt ein paar Umbauarbeiten machen. Deswegen versorge ich mich hier mal. Ihr seht schon, ich habe auch Metall und Schrott schon mal eingelagert. Denn hier hinten wird es langsam doch eng. Und außerdem gehen wir jedes Mal die Planken hier flöten. Aus dem Grund mache ich hier die Geschichte wieder zu und verstärke die jetzt auch mal entsprechend. Guck mal, hier hat er nämlich alles rausgebissen. Und ich erinnere mich an der Ecke hatten wir, glaube ich, auch keine Verstärkungen drin. Da ist mir nämlich damals das Material ausgegangen. So, pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Nägels. Stopp, hier musst du drücken. Und da wir gerade an einer Insel ankern, können wir natürlich auch sofort wieder Metallschrott nachfarmen. Insofern die Insel welchen für uns zur Verfügung stellt. Hier würde ich jetzt sagen, ist es erstmal okay. Da sind die Stützbalken drin, aber das musste ich zumachen hier. Und hier sollten wir sogar. Ach, siehst du, das ist das Problem. Wir hatten tatsächlich zwei vorgebaut und die Seite ist hier verstärkt. Das heißt, wir werden auch diese hier entsprechend verstärken müssen, wenn wir da endlich mal Ruhe haben wollen. Das war's, ne? Das ist halt das Teure. Da muss man jetzt unheimlich viel farmen gehen. Auf der anderen Seite drüben ist es genauso. Das machen wir dann nach der Tauchtour gleich wieder ganz. Hier habe ich mal die Ecke so ein bisschen bearbeitet. Das hat mir nämlich die ganze Zeit so ein bisschen bitter aufgestoßen immer, weil ich gedacht habe, das kannst du ja so nicht lassen, ne? Deswegen habe ich das jetzt hier so gebaut. Wollen wir mal kurz gucken, ob ich das da drüben auch nochmal geschwind hinbekomme. Das wäre dann praktisch von der Seite hier rüber. Hier, ne? Ich muss es nochmal ganz kurz abprüfen. Ich habe einen Laufweg und dann kommt es praktisch hier an das Schwarze dran. Das bedeutet aber auch, wenn ich das hier dran baue, hier, wirklich hier, oder muss ich da umdenken? Da sollte ich vielleicht umdenken, ne? Das könnte nämlich hier dran. Dann bauen wir das hier weg. Muss mir das mal kurz anschauen, dass ich da jetzt keinen Baufehler mache. Geht nämlich auch ruckzuck. So, dann sieht es nachher gleich aus. Und dann haben wir hier tatsächlich auch die Wand drin gehabt, damit die Ecke zu ist, ne? Ich gucke nochmal drüben. Ja, passt. Und zwar habe ich das so gemacht, dass erstmal eine halbe Wand hier war. Und die ganze Wand dann oben drauf mit der Musterung nach innen. So, dann ist die Ecke jetzt auch schön. Wie habe ich es denn da gelöst? Weil das sieht ja anders aus, wie es hier aussieht, glaube ich, ne? Ja, da habe ich noch einen Dreieckskeil reingebaut. Den machen wir natürlich hier auch noch hin. Den machen wir natürlich hier auch noch hin. Und dann ist es schon mal schön. Dann machen wir uns hell, stärken uns. Und dann gucken wir mal, der Haifisch, den habe ich schon angestoßen. Der sollte gleich durch sein. Und dann gehen wir Material besorgen. So, ja, oben habe ich auch noch ein bisschen rumgetüftelt. Allerdings nicht so viel. Da werden wir mal schauen, wie wir es machen. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Möglicherweise gibt es die Option, dass ich so mache wie hier. Ich will allerdings noch eine. Das können wir gleich machen. Kommt, zur Not schaffen wir die Nacht durch. Ist ja gerade auch schön hell. Die mache ich mal weg, die Seite. Weil ich möchte gerne versuchen, das schräg zu bauen. Wir haben ja sowieso ein Schrägdesign drin. Die Frage wäre natürlich dann, wenn ich hier einen Balkon hinmache, wie sieht denn das Eck dann aus, ne? Komm her, wir gucken es uns mal an. Wir müssen allerdings hinten nicht unbedingt ein Eck reinmachen. Es reicht, wenn es vorne ist. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, wir machen das so, ja? Und dann würde ich das entsprechend hier hochlappen lassen. So. So, und tatsächlich hier nochmal eins hin. Ich muss es mir von der Seite anschauen. Ja, und dann kommen wir hier dran. Und das war nämlich das, was ich eigentlich wollte, dass es in einer gewissen Form abschrägt. Mach das mal weg hier. Oh, dass der jetzt hebt, wundert mich gerade so ein bisschen. Der kommt dann natürlich auch weg. Da müssen wir die Schräge entsprechend anpassen. Das wird wahrscheinlich so. So werde ich es machen, Leute. Ich glaube, so gefällt es mir. Ich versuche mal nicht ganz so viel Material jetzt hier zu verholzen. Das kommt auch weg. Das auch. Ja, perfekt. Ist die Axt gleich durch? Ne, haben wir noch genug. Können wir sogar auf der Insel Holz mitnehmen, ne? So, lass mal von der Seite schauen. Ja, das ist okay mit der Schräge. Da werden wir natürlich, wenn wir so wollen, Balken reinziehen müssen. Es sei denn, ich schräge es noch einmal ein. Dann komme ich allerdings übers Haus und das will ich nicht. Nö, so ist okay. Wie machen wir es denn dann hier mit der Kante? Probier mal einfach mal. Probier mal doch einfach mal hier den da reinzubauen. Das haben wir doch schon mal gehabt. Das wäre okay. Das wäre okay. Und hier müsste ich dann aber schon wieder diesen reinsetzen. Ne? Lass mich, ich guck mal es einfach an. Das wird, ja, der hängt drüber, das war mir klar. Da musst du einen halben erstmal reinbringen. Zum Glück gibt es die halben, ne? Jo. Aber, Moment mal. Da hätten wir dann hier offen. Das sieht natürlich bescheuert aus. Das können wir so nicht machen. Wie sieht's aus, wenn ich hier auch eine Schräge reinmache? Ich muss nur irgendwann mal auf die Gerade rüber wechseln, sonst sieht es nämlich nach nichts aus. Ne? Wenn wir hier nochmal, Moment, den reinzimmern.
Aber wie würde denn das aussehen insgesamt? Ja, dann kriegt es halt aber auch eine schöne Form, finde ich. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt hier auf die halbe umwechseln würde, ne? Dass wir dann halt diesen Sturz drin haben. Und was ist, wenn ich hier nochmal weiter schräg bleibe? Design, wir üben Design gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es fehlt Holz. Das lasse ich mir jetzt natürlich nicht nehmen. Bisschen was haben wir nämlich noch da? Jo, wir brauchen Metallschrott auf jeden Fall. Sonst geht uns nämlich jetzt hier bald das Floß flöten. Das Floß flöten. Ja, okay, das ist ja auch ein Bereich, den ich eigentlich jetzt hier nicht so dringlich gebraucht hätte. Das Problem ist nur, hier können wir nicht mehr. Das heißt, ich muss tatsächlich hier versuchen, mit einem Dreieck auf die Gerade wieder zu kommen. Was geht? Du, es ist halt schon wieder so außergewöhnliches Design hier, ne? Hier muss den halben reinbringen. Mit der Musterung nach innen. Das gleiche Spiel hier. Und dann wieder das Dreieck. Und zwar so. Ja, so ist es doch okay. Allerdings merke ich gerade, wir sitzen jetzt natürlich eins weiter drinne. Wobei es natürlich schnittiger wird. Dann lass mich das mal probieren, ob ich das so hingebaut kriege. Wenn ich den nochmal wegnehme. Halt, du musst springen. Den auch. Wird es gerade hell? Ja, der Sonnenaufgang. Willkommen, neuer Tag. Du, das ist okay. Das ist okay. Die Frage ist jetzt nur, wie sieht es aus, wenn ich jetzt hier nochmal einen hinbastel? Da muss ich jetzt mit einem Geraden kommen. Das heißt, wir brauchen hier eine Säulenunterstützung. Das nimmt er mir nämlich nicht ab hier. Ich gehe mal hoch. Immer erst probieren, siehst du. Oh, das könnte man vielleicht sogar so lassen, dass das so halb offen ist. Es zittert jetzt auch langsam immer mehr. Leider. Ey, das könnte man eventuell so lassen. Lass mich nochmal kurz hoch. Kannst du mir hier einen Schrägen reinmachen? Jetzt hat er Durst, aber wir sitzen ja nicht weit weg von der Quelle. Ich gehe gleich runter mit dir. Halt noch ein bisschen durch. Hier sind die Wasserdinger. Guck. Alles da, was du brauchst, Digga. Zapf. Zapf. Lass mich es mal von vorne angucken. So leicht schräg seitlich. Ja, ich mag mein Steuerhäusler, ne? Hier die Idee will ich auch noch umsetzen. Da brauchen wir allerdings auch noch Nägel dafür. Nee, ich find's okay. Ich find's wirklich okay. Ich überlege nur, ob ich es hier auflasse oder ob ich es zumachen will. Im Prinzip. Ich glaube, ich lasse es auf. Jetzt hast du weggeleert, gell? Ich lasse es auf. Hier ist mal, das ist der wichtigste Raum. Von hier wird navigiert. Hier sind unsere Trophäen. Ich lasse es auf. Das ist einfach so ein offen. Ich finde es okay. Ich überlege nur gerade, ob ich die eine Seite hier drüben auch noch so ein bisschen reindrücke. Die hier. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das passt schon so. Dann lass mich mal jetzt hier noch ein paar Feinheiten machen, bevor wir tauchen gehen. Und zwar möchte ich gerne dann die Ecke hier zu haben. Genauso wie die da drüben. Ist okay. Da, die da. Da hätte ich ja schon gerne so eine Halbmauer gehabt, ne? Aber du kannst nicht ohne Unterfütterung. Das lasst er nicht zu. Du, das ist okay. Wie gesagt, das Floß, das kann ja, man wird immer wieder mal Hand anlegen. Da gefällt dir der Bereich nicht mehr. Dann willst du da nochmal eine Kleinigkeit. Im Moment finde ich es eigentlich recht schnittig, so wie es jetzt ist. Hier haben wir diese Schräge nach hinten raus, ja. Und wie wir wissen, haben wir natürlich hier vorne dann unsere Hauptschrägen, die das ganze Ding so ein bisschen in eine Designgeschichte gerutscht haben. Oh, so viel zu Design. So sieht es dann aus, wenn es abgefressen ist, das Design. Dann müssen wir natürlich jetzt nochmal ran. Und zwar brauche ich da Palmenwedel. Die hole ich kurz. Ein gewagter Sprung ins Nichts. So, nehmen wir mal die mit. Dann nimmst du noch ein bisschen Holz mit. Wir müssen den Müllstrom zurück. Es geht schon wieder die Mats leer, ne? So, was im Hof. Dann laufe ich jetzt mal hier raus. Dann gucke ich mir das mal eben an. Oh, shitty. Der hat aber ordentlich Zug lang, der Junge. Hier da auch schon wieder, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. So. Das war ja die Innenseite. Die hatten wir das letzte Mal zu. Die soll jetzt auch wieder zu sein. Und hatte ich hier eine Kante drin? Weiß das noch jemand? Hatte ich das hier so? Nee, hatte ich nicht. Man sieht es hier noch oben. Gott sei Dank. Das heißt, wir hatten hier auch nochmal eine Schrägwall drin. Also so eine Schrägdinge. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich mir drüben angucken. Pass auf, dann gehen wir erstmal kurz her. Die da können wir nämlich schon mal machen. Das war so. Ja, das weiß ich noch. Hier hatten wir entsprechend. Hier war offen, ne? Das heißt, hier kommt nochmal eins hin. Das heißt, ich habe.
den einen, den muss ich nochmal wegziehen gleich. Das war nämlich hier so. Und ich meine, den hatten wir offen. Den hatten wir offen. Richtig? Ja. So hat es ungefähr ausgesehen gehabt. Wir gucken es uns am besten an. So, die Frage ist jetzt mittlerweile nur noch, von wo guckst du am besten, ne? Lass mich mal kurz da oben aufs Ding drauf. So. Ja, da ist es natürlich auch abgefressen, also im Prinzip, aber so hat es ungefähr ausgesehen, ne? Nur mit dem Unterschied, dass die Ecke hinten tatsächlich eine Ecke war. Das heißt, hier, wo jetzt der gerade dran ist, da war eine Schrägfoundation drin. Die baue ich jetzt nochmal kurz rein, dann haben wir das... Ach, schade. Die habe ich verstärkt, ne? Ich sehe natürlich nicht zurück. Egal. Wenn wir sie nochmal verstärken. Hier war so eine Schräge drin. I remember me. Muss ich nochmal hoch. Wahnsinn. Da, di, la, la, ni. Und der war praktisch dann aber nicht an die Schräge gebunden da hinten. Der äußere. Das war der letzte und dann ging es in die Schräge über. Und das war der letzte und dann ging es auch hier in die Schräge über. Dunkel machen muss ich sie noch. Ich muss mir das näher angucken. Das ist das Problemchen. Gut, er kann jetzt hier nicht viel machen, weil da tatsächlich nämlich das Ding rausgefräst ist. Okay. So, meine Lieben. Jetzt gehen wir gleich mal tauchen, haben wir ein bisschen Abwechslung. Das schadet uns auf keinen Fall. Wir machen den Haifisch natürlich vorher. Weißt du, was ich glaube? Was ich wirklich glaube, dass wir hier gar keinen drin hatten. Pass auf. Wir hatten hier keinen drin und das hier war der Schräge. So. Ja, so war das. Und hier hatten wir dann tatsächlich auch ihn drin. So, weil das endet nämlich jetzt hier wie drüben. Ungefähr so. Müssen wir uns nochmal genauer angucken. So, komm, wir gehen kurz tauchen, bevor wir wieder Hunger und Durst kriegen. Ist das ein Rumgewackel hier? Erstmal Haifisch machen, oder? Da kommt er ja schon. Der junge Mann. Junge Mann im Frühling. Komm, dreh rum, Digga. Mach's mir mal Floß kaputt. Jetzt holen wir ein bisschen Schrott, dann können wir verstärken. Dann haben wir da nicht immer wieder Umbauarbeiten. Und dann schauen wir mal, ein bisschen Farbe muss ich noch anmischen. Und dann malen wir erstmal die Dinge wieder klar, die wir verloren haben durch den Haifisch. Und dann färben wir oben mal den Bereich ein bisschen ein. Und machen es uns ein bisschen schön in der Küche. Ich will ja noch den Esstisch aufsetzen. Und ich hätte Bock, den Kalender nochmal anzugucken, wie viele Überlebenstage wir aktuell haben, ne? Dass wir das vielleicht noch kurz machen. Aber erstmal eine Handvoll Schrott rausgeholt. So, dankeschön, mein Freund. 1, 2, 3, 4. Eigentlich ist es ein Geben und Nehmen, ne? Wir kriegen sein Fleisch und er kriegt unser Floß. So, wir gucken mal, ob man hier irgendwo rein kann. Was haben wir denn? Farbe nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe nämlich einen Haufen Blüten durchgejagt, dass wir was malen können heute. So, wir können hier raus. Grasen wir erstmal die Dings ab, geschwind. Komm her. Rot, ist egal, welche Farbe. Ich nehme so viel mit, wie ich kann. Blau. Blau werden wir vielleicht oben ein bisschen benutzen, weil blau haben wir nämlich noch... Ah, hier. Das ist mein Traum. Schwarz. Brauche ich nämlich unten für die Foundations. Schön. Schön. War ein bisschen was da. So, da sind noch mehr Blaue und natürlich auch unsere Melonskies. La da di da dam da da dam. Ich grüße dich. Schön, dass ich dich gefunden habe. Da oben hat es Ananas und Gelb. Nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ananas. Analnase. Jetzt kommt das wieder, ne? Ich glaube, wir sind überladen. Die darf ich wieder nicht. Weiß schmeißt er mir aktuell raus. Was hat er rausgeschmissen? Die kannst du da lassen. Nehmen wir lieber Weiß mit. Sehr schön. Die Blüten wollte ich auch. Alles klar, dann haben wir oben rum gefarmt. Wir bringen kurz die Farbe aufs Floß. Von hinten ist es halt total breit, von vorne ist es richtig schnittig, ne? Da, dam, dam, dam. Boah, das Design gefällt mir. Es ist halt knörzlich, so wie ich es lieb habe. So, rum, da müssen wir lang. Ich darf jetzt die Zeit nicht ins Land streichen lassen, so extrem. Gehen wir ganz kurz rein in Weiß. Gehen wir ganz kurz rein in Gelb. Wir werden Blau hier reinräumen und selbstverständlich werden wir auch Rot wieder los. Ein bisschen Schwarz. Ja, da können wir auch wieder was machen. Sehr cool. Und in die Küche müssen wir eben. Dann sehen wir auch gleich mal, ob das hier alles halbwegs funktioniert. Küche sind wir. Stopp, stopp. Wohin?
Digga, er kennt sich noch nicht so gut aus seit dem Umbau. Lass mich mal googeln. Die Melonen hier wieder drauf. Haben wir nicht auch Ananaskohl? Die sind auch rausgeflogen scheinbar, ne? Dann bestücke ich meinen Grill. Weil ich so will. Weil ich so will. Bestücke ich meinen Grill mit Planken und Haifischsteaks. Das haue ich hier gleich drauf. Dann haben wir die Geschichte. Und da ich jetzt nur tauchen gehe, meine Lieben, brauchen wir uns da keinen Kopf mehr machen. So. Da gehört normalerweise eins weg, dass man direkt durchhüpfen kann. Ja, jetzt tauchen wir noch ein paar Materialien ab. Und dann hauen wir uns wieder in Strom. Du, das ist halt, ja, mir gefällt es, es ist knörzlich. Ich bin schon tierisch gespannt, wenn der Imker losgeht. Da müssen wir wahrscheinlich dann nochmal Balboa-mäßig eine Anfahrt machen, was aber kein Problem ist. Und sobald du Honig herstellen kannst, bist du eigentlich dann auch wirklich, kannst dich komplett versorgen, ne? Weil wir müssten jetzt Honig holen. Ich habe keinen Honig mehr. Aber wir haben die zwei Kanister sind voll mit Benzin. Wir haben schon noch einiges an Sprit. So, da guckt ihr das an. Ich liebe das, wenn man hier so reintaucht. Das finde ich total gut. Auch wenn es im ersten Moment jetzt nicht nach viel Material aussieht. So, da vorne geht's los mit Schrott. Und ab dafür. Wir holen Schrott, weil wir ganz viel brauchen. So, dann gehen wir noch ein bisschen Housing machen, auf jeden Fall. Teppich noch zwei vielleicht reinbauen. Dann hätte ich auf jeden Fall gern den Kalender. Ich hätte auf jeden Fall gern Stuhl und Tisch. Das machen wir sicherlich klar. Flabber brauchen wir jetzt erstmal keinen. So, aber Luft. Luft wäre nicht schlecht, Alter, gell? Metalle und so haben wir jetzt auf jeden Fall noch. Uns fehlt hauptsächlich Schrott. Guck mal, hier geht's, glaube ich, irgendwo rein. Ne, heute nicht. Gut, weiter geht's. Ja, hier hat es jede Menge. Dann bauen wir auf jeden Fall die Verstärkungen an den wichtigen Stellen auf. Das sollte man schon machen. So, hier ist nochmal Stückle. Zwei sogar. Je mehr, desto besser. Halt, den habe ich komplett übersehen hier. So, an den Rändern ist nichts. Dann müssen wir weiter in die Mitte vor. Naja, gut. Wenn man nicht jedes einzelne erwischen, ist es nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir in der Summe ein bisschen was mitnehmen. Hier hätten sie ruhig mindestens an jede kleine Insel einen Kugelfisch machen können, oder? Dass man so ein bisschen aufregender alles hat hier. Ist mir gerade was rausgefallen? Nee. So, mein Freund, dann tauchst du in die Richtung noch. Ja, wir müssen jetzt auch gleich aufs Floß zurück. Es wird nämlich schon wieder Zeit, was zu trinken für ihn. So. Wie gesagt, das ein oder andere wirst du immer mal umbauen. Das ist auch, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen der Reiz vom Spiel, dass man eben durch den Ausbau die ein oder andere Ecke anpasst und so weiter. Wichtig ist, dass wir mal einen Grundaufbau haben. Du, jetzt ist hier nicht mehr allzu viel. Ja, komm, das reicht doch. Metall jetzt noch genug da. Brauchen wir jetzt aber nicht. 16 Stück gibt auf jeden Fall nochmal ein paar Nägel, ne? 8, 16, 24 Nägel plus 2 haben wir. Dann kriegen wir unten die eine Ecke verstärkt. Vorne am Bug habe ich schon ein bisschen was gemacht gehabt. Wir könnten uns jetzt noch, bis wir wieder im Müllstrom da sind, die Hölzer nehmen wir noch mit. Ich muss nur gucken, dass er nicht so langsam wird jetzt gleich. Sehr schön. Weiter geht's. Lumlilum, lumlilum. Ja, oben werde ich wahrscheinlich tatsächlich, muss ich mal gucken, wie ich das am besten abmische. Orange, schwarz. Und innen drin vielleicht das ein oder andere so leicht blau anhauchen. Gucken wir mal. So, ich würde sagen, aufs Floß zurück. Aufs Floß zurück. Anker lichten. Und dann haben wir erstmal gucken, dass er alles hat, was er braucht. Nimm mal das Holz noch mit. Super. Haifisch. Oh nee, Alter, der ist schon wieder da. Schaffen wir aber, oder? Ja, das schaffen wir. Höchstens noch ein Biss. Mann, Mann, Mann. Der Schnellspawner, oder? Hammer, wie schnell der wieder da ist. Hammerhai. So, meine Lieben, das war die Geschichte. Dann würde ich sagen, wir gehen ganz kurz schon wieder weiterschmelzen. Barren brauchst du immer. Zack, zack, zack. Das flutscht bei uns manchmal. Wir sind wieder auf dem Weg. Hier ist soweit alles klar. Das kannst du wieder rüber machen. Die da brauche ich eigentlich nicht. Sollen sie hier von mir aus anwachsen? So, Leute, dann gehen wir mal nach oben und schlafen. Gucken wir aber erstmal, ob wir gut im Strom sitzen. So, erstmal ein Blick hinten raus. Ja, wir bewegen uns von der Insel weg. Allerdings rückwärts im Moment.
Guck mal, ich komme sogar hier hoch. Und das ist natürlich obercool, dass wir ganz hoch kommen auch, ne? Da wäre natürlich irgendwann mal, das machen wir aber dann in der Zeit, wenn der Imker kommt, auf dem Weg zur Insel, wo auch immer wir dann hin müssen, können wir hier vielleicht noch einen Aussichtsturm draufklätscheln, wenn wir Bock haben. Und ob ich hier zumache, ob ich es offen lasse, so, das lasse ich mir jetzt alles dann in aller Ruhe nochmal durch den Kopf gehen. Jetzt pennen wir erstmal, ich will jetzt ein bisschen Housing machen. I want to do some housing. Okay, ich soll es lassen. So, pass auf. Erst einmal holen wir uns. Ja, ein neuer Tag ist immer was Gutes, ne? Möchtest Haifischsteak? Ich habe nämlich ganz viel auf dem Grill. Der will Haifischsteak, ich kenne ihn. Es wäre nicht unser Alterle. Der hat jetzt schon mindestens 10 Haifische gefuttert, seit wir unterwegs sind, oder? So, bub, bub und katzub. Und der letzte Strich auch noch. So, da wird doch jetzt sein Schuh draus. Oh, was mir gerade so aufgefallen ist. Kann ich einen Teppich machen? Kann ich einen Teppich knüpfen? Jo, kann ich. Dann geh gleich mal hoch, weil. So nicht. Ich habe nämlich gesehen, hier wäre es auch schön. Vielleicht können wir das mit einem Teppich verhängen. Nicht komplett. So wäre es. Obwohl, das wäre doch auch nicht schlecht. Und dann am besten gleich so ganz kleines Stückchen hier so reinlappen lassen. Ja, tatsächlich kannst du Teppich drüber legen, ne? So, der rote Teppich zur Navigation. In welche Richtung fahren wir? Wir müssten eigentlich in die Richtung steuern, ne? So, stopp. Ob wir allerdings. Ja. So einen richtigen Antrieb haben wir gerade nicht, ne? Wir sind eher gemütlich unterwegs. Aber guck mal, der Müll kommt, aber man hat das Gefühl, wir kommen nicht an der Insel vorbei, ne? Ist egal, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, hier oben haben wir natürlich viele kleine Winkel. Da überlege ich mir dann später, ob ich die hier zumachen will. Was wir durchaus können. Du kannst das ja alles dann nachher mit Farbe noch ein bisschen verzieren. Dass wir hier, sag ich mal, uns die Lücke zumachen. Das war nix, gell? Obwohl, wenn das hier so raussteht, das sieht aber kantig aus. Gefällt mir fast besser wie das Dreieck. Lass mich mal angucken. Ja. So oder so. Das Kantige gefällt mir ganz gut, weil das ist ja hinten, ne? Kleine Balkon hier finde ich super. Den finde ich geil. So, was natürlich hier für mich ganz wichtig wäre, dass wir. Komm mal her, wir verbollern jetzt noch ein paar Mats. Dass wir uns hier auch auf jeden Fall die Geschichte so machen, weil drüber hopfen kann ich. Jetzt hängen wir an der Insel fest. Hat sich ja voll gelohnt, dass ich da so navigiert bin. So, lass mich mal noch. Das mache ich jetzt hier zu. So. Das gleiche spülen natürlich dann hier. Noch mehr Seile. Ja, dann bau. Bau, mein Freund, bis nichts mehr geht. Bau, mein Freund, bis nichts mehr geht. Es war klar, dass es wegen einem nicht funktioniert. So, wie sieht denn das aus hier, der Inselhänger? Sollen wir mal gucken, ob er sich außen rum schlängelt? Es sieht nämlich gar nicht schlecht aus. Ja, lass mal einfach mal treiben. Ich gehe runter und hole noch ein paar Seile. Summ. So. Halt, hier waren sie drin. Manchmal weiß ich als noch, wo mein Zeug war. Wir haben kein Holz mehr, aber das kriegen wir gleich, wenn wir im Stromi sind. So, mein Freund. Und am Holz hat es auch gelegen, ne? Sehe ich gerade. Komm her, wir sammeln ein. Schön, meine Lieben. Dann holen wir jetzt gleich die Farbe raus, wenn wir schon hier sind. Komm her. Ich hatte den Pinsel. Warum habe ich den Pinsel? Hier ist der Pinsel. Wir nehmen mal alle Farbe mit, würde ich sagen. Vielleicht fällt uns noch irgendwas Schönes ein, bepinselungstechnisch. Hier ist weiß. Ich habe auch noch ein bisschen schwarz gehabt. Ja. Ich jetzt bei weiß was anderes rausgeholt, wie ich wollte. Nee, ne? Hier habe ich gelb durchlaufen lassen, dass wir etwa gleich auf sind mit allen Farben. So. Hier schön der Postraum hier unten. Hier unten ist ja eh alles irgendwie gelb, ne? Die ganzen Räumlichkeiten. Boah. Ah ne, den habe ich dahin gebaut, ne? Dass er den beißt. Nee, so schlimm war es hier nicht. Der Haifisch. Dachte ich, hat es zerstört. So, Leute. Dann flutzen wir mal ganz kurz hier rüber hoch. So. Mache ich die Seile geschwind fertig hier. Vorne hat nur eins gefehlt, gell? So, dann kann man hier wunderschön rumlaufen.
Die Insel haben wir verlassen. Dann lassen wir uns jetzt erstmal ein bisschen treiben. Stimmt, bei den Lamas käme der Umbau noch in Frage, sobald ich Holz habe. Müssen wir uns auch noch drum kümmern. Was ich jetzt gerne machen würde, ist... Jetzt überlege ich gerade, aber brauchen wir auch jede Menge Holz. Hier wäre natürlich jetzt besser, wenn ich das noch geschwind anpasse. Das war grün. Wie viel brauche ich denn da an Holz? 2 Stück. Wir müssen erst Matt sammeln. Weißt du, hier geht es ja wieder weiter. Wir könnten allerdings versuchen, mit ein bisschen Glück die Verstärkungen hier anzubringen. Endlich mal, dass das mal erledigt ist. Brauchen wir Nägel? Stopp, mehr will ich gar nicht opfern. Ja, ja. Ist der unten hier? Nee. Der ist auch nicht. Siehst du? Die haben wir, glaube ich, nie gemacht. Jetzt ist es auf jeden Fall erledigt. Jetzt kann ich es hier zumindest anbauen. So. Da ist dann klar, das haben wir hingebaut. Da müssen wir irgendwann die Foundation reinziehen. Zack, dann ist es auch wieder erledigt. Und drüben muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. So langsam kommen die Mats, ne? Ja, alles klar, passt. Dann gehen wir jetzt hoch und machen unser Housing-Zeug. Ich sammle mal ein, was ich kann. Ist ein Lebensprojekt, so ein Floß, oder? Oh ja, jetzt kommt was zusammen. Ich muss nur aufpassen. Habe mal gedacht. Dann gehen wir jetzt mal nach oben geschwind. Das müsste eigentlich reichen, was ich jetzt da habe. So, meine Lieben. Schauen wir mal. Das ist die Küche, ne? Und wenn ich jetzt farblich davon ausgehe, dass wir hier orange waren, möchte ich natürlich... Das war das Pastellorange, das wir benutzt haben. Werde ich das wieder anstreichen. Wie war es drüben? Hallo Hühnchen. Schön, dass ihr noch da seid. Den muss ich nachstreichen. Das Eck. Sehr cool. Oh, jetzt fällt mir gerade was ein. Das wäre mir noch fast viel wichtiger wie alles andere. Oh. Da muss ich jetzt tatsächlich gucken, was ist da mit der Kante hier nicht in Ordnung. Das haben wir offen und dann kam das Dreieck. Ob das offen sein muss, ist natürlich die Frage. Ne? Wie könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da so eine Schräge nochmal hier reinbümse. Wenn er das macht. Ne, lasst er mich nicht rein. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich es einfach nur zumache. Siehst du? Hier. So hätte ich es zugemacht, aber geht jetzt gerade nicht. Dann machen wir wenigstens die Kante drüben zu. La, 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 la. Servus. Ja, da kommt der Müll. So langsam wird es wieder. Die können wir zumachen. Da hauen wir einfach eine halbe rein und dann ist das Thema erledigt. Wenn er mich das lässt. Wenn er mich das lässt. Das Problem. Komme ich nicht ran. Komme ich von hier nicht ran und von innen? Ja, es wackelt jetzt schon ziemlich. Nee, müsste ich irgendwo aufschlagen jetzt, dass er mir das zumacht, ne? Egal. Ist nicht so schlimm. Oh, ich habe die Mats zu viel. Wir gehen mal kurz hoch und bauen uns jetzt mal schön die Geschichte hier auf. Und zwar hätte ich gerne einen Tisch auf jeden Fall. Wenn ich den jetzt baue, haben wir allerdings das Problem, dass ich hier einen leeren Platz brauche. Deswegen hier ein Happen Essen. Dann bauen wir uns den Tisch. Gucken uns das natürlich jetzt mal in der Küche an. Und zwar wollte ich den auf den Teppich eigentlich setzen, gell? Ja, der passt doch da wunderschön hin. So, gehen wir mal davon aus, dass der Alderle erstmal jemanden finden muss, mit dem er ist. Deswegen reichen 2 Stühle. Sehr geil. Was ist mit dem Stuhl? So. Die sind ja richtig cool. Oh. Habt ihr auch den Monk gehört? Wie der schreit, total verkehrt. Ich hab das voll schief hier. Es muss... Ja, da kommst du tatsächlich. Es muss so... Ein bisschen weiter vor hätte es noch gekommen, ne? Kurzer Moment. Da habe ich ja direkt... Ja, so ungefähr. Lass mich mal angucken. Ja, von hier sieht es dann wieder eher gleich aus. Ja, es ist aber tatsächlich ja Handarbeit, ne? Muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ich guck mal, ob ich es noch hinkriege. Ansonsten werden wir da wahrscheinlich nicht die Obersymmetrie hinbekommen gerade. Das könnte eventuell gleich aufliegen. So, einen Versuch mache ich noch. Einen Versuch mache ich. Dann kann ich mich hier auf den Grill kurz stellen. Das lasst er mir zu.
Also, wenn ich das so, so ungefähr, ne? Ja, so ungefähr, so plus minus. So, jetzt muss die Lampe aber versetzt werden, sonst kriegst du tatsächlich auch wieder einen inneren Schreikrampf. Den wollen wir ja nicht. Nicht aufgeben, dranbleiben. So. Und wenn ich das richtig sehe, wäre die Lampe hier gut aufgehoben. Ja, so halbwegs. Auf jeden Fall sieht es gut aus, finde ich geil. Was aber jetzt noch gerade mir im Kopf rumsaust, das will ich doch die ganze Zeit schon probieren. Das machen wir jetzt auch noch. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass wir hier in irgendeiner Form mit so einem Schrägdach arbeiten. Das Problem wird sein, dass ich dann wieder Balken reinhauen muss. Und dann bleiben die Viecher wieder hängen. Wir lassen es so. Weiß ich, wollte hier so ein kleines Vordach reinzimmern. Aber dann muss ich wieder mit Balken arbeiten. Und je mehr Balken drin sind, haben wir ja schon live erlebt, dann bleiben die Tiere hängen. Das will ich natürlich auch vermeiden. Ich hätte übrigens gerne dann insgesamt später das ganze Ding schon in der Farbe hier. Haben wir natürlich wahrscheinlich jetzt... Na doch, ein bisschen Farbe ist noch da. Das hätte ich schon gern so behalten. In dieser Idee, das orange zu machen. Und hier die Fenstergeschichte, die könnte ich mir vorstellen, dass man die schwarz rauspinselt. Dass sie sich ein bisschen abhebt. So als Innerei des Ganzen. Da vorne ist das dann drin. Das machen wir dann mit orange. Das bleibt schwarz. Bin ich da tatsächlich vorne ums Eck? Ja. So, dann gehen wir wieder aufs Pastellige. Huch, wo habe ich ihn da jetzt erwischt? Ich glaube, einen Balken. Ja. Und da muss man natürlich jetzt halt auch Farbe nachfarben dann irgendwann. Den kannst du schwarz machen hier, finde ich. Ich würde sogar fast sagen, wir machen untenrum eine komplette schwarze Lage. Ja. Und oben dann halt nachher wieder orange. Arinch. Sehr cool. Ich find's gut. Mir gefällt's. Pastell. Das ist schon schön. Die Frage ist natürlich, wie würde ich das Dach machen, ne? Orange haben wir drin. Schwarz haben wir drin. Eigentlich gehört's ja dann irgendwie knallig rot gemacht. Weißt du, so irgendwie vielleicht tatsächlich. Geht es überhaupt? Wir hätten die Farben alle da, ne? Komm her, ich muss mal kurz hochgucken, glaube ich. Oh, jetzt habe ich mir hier den Weg verbaut. Ja, nicht wirklich, aber... Wir wollen mal gucken, ob das geht. Geht. Oh, das ist eine schöne, knallige Rotfarbe. Ja, da kannst du dich auch verkünsteln ohne Ende, ne? Ja, das Rot ist schön. Ja, das passt schon. Komm, das machen wir jetzt komplett rot hier. Das Pinseln macht unheimlich Spaß vom Geräusch her, finde ich. Kann das gar nicht sagen, ist total gut. Ja, es hebt sich auf jeden Fall ein bisschen ab. Ich habe mein Orange-Schwarz drin, wie ich es gerne habe. Gefällt mir gut. Meine Lieben, ich habe jetzt schon die letzte... Ja, wie soll ich sagen, die letzten zwei, drei Folgen gemerkt, dass ein kleines Päuschen mir ganz gut tun würde. Und dann habe ich das vom Imker mitbekommen, dass die ja planen, dass man sich seinen eigenen Honig herstellen kann. Und dann wieder von vorne anzufangen, glaube ich nicht. Ich habe unheimlich Spaß mit diesem Floß, möchte da noch ganz, ganz viel auch ein bisschen rumschrauben. Lasst uns die Staffel offen lassen. Wenn der Imker reinkommt, machen wir an Ort und Stelle weiter. Ne, beim letzten Mal konnte man ja den Spielstand auch behalten. Ich gehe jetzt schwer davon aus, dass bei dem Update mit dem Imker nichts verrutscht. Dass man dann den Spielstand nehmen kann. Und dann machen wir einfach an der Stelle hier weiter. Da mache ich jetzt ein kleines Raft-Päuschen sozusagen. Und ich nehme an, das dauert auch nicht ewig, bis wir das Update kriegen. Und dann kommen wir hier wieder zusammen, wenn ihr möchtet. Und machen einfach weiter. Fahren dann entsprechend die Positionen an, wo man die Imker-Sachen bekommt. Ich nehme an, dass du da auf der Insel irgendwo die Sachen farmen werden musst. Und auf dem Weg dahin machen wir hier am Floß weiter. Mit Farben, mit Seilen hier, mit Lagerausbau unten. So würde ich es gerne machen, weil es bringt ja nichts, wenn ich was reinpresse jetzt und dann verliere ich irgendwann gänzlich die Lust. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir haben jetzt ziemlich viel rausgeholt. Die Neuerungen haben wir uns eh alle angeschaut und dann lasse ich die Staffel offen
Und wenn der Imker da ist, sehen wir uns hier wieder. An der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken an alle, die von Anfang bis zum Ende dabei waren, die es genossen haben mit mir, die zusammen mit mir Spaß gehabt haben. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon aufs nächste Update und würde mich freuen, wenn wir uns dann an einer anderen Stelle, vielleicht im Stream oder in einer anderen Playlist, mal wieder lesen. Bis dann.